Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Heute sprechen wir mal wieder über die bekannteste Goldanlagemünze der Welt, und zwar den Krügerrand. Und heute möchte ich Ihnen ein kleines Geheimnis verraten, das uns unsere Insiderlagermitarbeiter verraten haben, die dann immer im engen Austausch auch mit der South African Mint stehen. Speziell darauf hat uns ein Kunde aufmerksam gemacht, der das Ganze nachgelesen hat auf einer Informationsplattform. Und dann haben wir das geprüft und das entspricht wirklich der Wahrheit. Deswegen könnte es für Sie interessant sein, wenn Sie den Goldkrügerrand aus 2017 oder 2018 haben, dann bleiben Sie unbedingt dran. Und zwar sprechen wir heute über ein ganz kleines Merkmal, das mit bloßem Auge fast nicht zu erkennen ist. Das heißt, Sie benötigen, um das zu überprüfen, auf jeden Fall eine Lupe. Und zwar befindet sich unter dem Hinterlauf des Springboks, der auf der 1 Unzen Krügerrand Goldmünze 2018 und auch zu Teilen bei 2017 abgebildet ist, ein kleiner Mikroschriftzug horizontal, in dem Krügerrand steht. Unter dem Hinterlauf des Springboks, auf dem man entsprechende Unebenheiten des Bodens sieht, auf dem der Springbok sich befindet, ist eben ein kleiner horizontaler Schriftzug, den versuchen wir jetzt hier auch einzublenden. Und der wurde als Mikrogravur nachträglich aufgebracht bei einigen Münzen der 2017er Auflage, bei den letzten Münzen der Auflage und auch bei allen Münzen der 2018er Auflage, damit man die Münzen einfach vom Sicherheitsstandard, ähnlich wie beim Maple Leaf mit dem kleinen DNA-Merkmal, dem kleinen Ahornblättchen, das man beim Maple Leaf drauf sieht, entsprechend sicherer macht. Diese Information wurde aber nicht dem ganzen Markt preisgegeben, was dazu führt, dass diese Information ein relativer Insider-Tipp ist. Und mich würde es einfach interessieren, welchen Krügerrand Sie aus 2017 erhalten haben. Haben Sie den mit Mikrogravur oder ohne Mikrogravur? Welcher häufiger produziert wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir sind der Meinung, wir haben jetzt mal verglichen, aus den ersten Auflagen und den letzten Auflagen, die wir verkauft haben, dass es etwa die Hälfte sein müsste. Trotz dessen könnte es ja für viele Sammler spannend sein, einen mit und einen ohne zu besitzen. Von daher wollte ich Ihnen einfach diesen Tipp mitgeben. Wir müssen ja auch ab und zu mal ein paar Insider-Informationen rausgeben, gerade für die Liebhaber und Sammler der beliebtesten Goldanlagemünze der Welt. Lassen Sie uns einen Daumen hoch hier, wenn Sie weitere derartige Tipps auf dem Kanal hören möchten. Würde mich auch freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und wenn Sie den ein oder anderen Krügerrand ins Portfolio ergänzen möchten, finden Sie unter dem Video auch einen Link zu der Kategorie Krügerrand, wo wir viele tolle Anlagemünzen, aber auch limitierte Sammlermünzen im Onlineshop anbieten. Wenn Sie eine Beratung von uns benötigen, dann rufen Sie mich, Dominik Kettner, oder mein Vater Jürgen Kettner und unser gesamtes Team gerne jederzeit unter der eingeblendeten Hotline an und würde mich freuen. Bis bald, machen Sie es gut, tschüss.